Junge, lass dir die Haare schneiden. Was sollen die Leute sonst von deinem Vater denken? Mit diesem Satz bin ich groß geworden in einer Kleinstadt in Bayern. In Istanbul gibt es ganz tolle Friseure, hat meine Mutter am Telefon gesagt, als ich schon auf dem Weg in die Türkei vom Flughafen aus noch kurz zu Hause angerufen habe. Osman Gilmaz ist 31. Er hat einen Friseursalon, 16 Angestellte. Er ist verheiratet und hat 2 Kinder. Sein Geschäft in der Galaterbrücke hat an 356 Tagen im Jahr geöffnet. Täglich von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. 300 bis 400 Kunden am Tag werden rasiert oder es wird ihnen die Haare geschnitten. Ein Haarschnitt kostet 3 türkische Lira, eine Rasur 2, Waschen 1,50. Osman Yilmaz Friseursalon war in den 8 Jahren, in denen er ihn betreibt, an 3 Tagen geschlossen. Damals war George W. Bush in der Stadt. 3 Tage lang hat er die umliegenden Viertel besucht und ist ein paar Mal über die Brücke gefahren. 3 Tage lang war sie gesperrt. Osman Yilmaz mag George W. Bush nicht. Er habe Krieg in die Welt gebracht. Ich will nicht, dass meinen Kindern etwas Böses passiert. Und ich will auch nicht, dass anderen Kindern Böses widerfährt, sagt Osman Yilmaz, der Friseur auf der Galata-Brücke in Istanbul. Oh, oh Gott. Salam.